So, da wären wir. Und wir wollen hier weiter nach Sachen der Katzenschule suchen. Ah, was ist das denn? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, solltest du wohl. Nein, runter da. Das hier. Nein, runter da. So, jetzt aber hier. Erstmal weiter nach unten. Ah, was haben wir denn da? Na? Kian war toll. Kian, so hieß doch gerade der, den wir unter der Tempelinsel getötet haben. Der tote Bewacher, sag ich mal. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloger irgendwo in den Ruinen von Estaia verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Das finde ich nebenbei gesagt irgendwie cool, weil das habe ich schon bei der Greifenschule gemerkt. Es scheint immer so, als wenn eine Schatzsuche von einer Hexerausrüstung die Geschichte eines Hexers erzählt. Ne, wenn man jetzt natürlich, muss man auch irgendwie die richtige Reihenfolge finden, um das chronologisch zu haben, aber selbst wenn nicht, kann man es ja trotzdem irgendwie zusammen verbinden. Ne? Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust und ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären. Doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kians Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estaia lebend verlassen würde, und er behielt recht. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendetwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisan, beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembich ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembich? Ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen Huren an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Unleserlich geschrubbte, unleserlich einwachsen, unleserlich Klingenöl, teufelsbewusst Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher. Offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kian segelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Banat einzuschreiben. Oh, okay, das war's sogar hier schon. Wo geht's wieder hoch? Das ist sehr dunkel hier. Sehr, sehr dunkel hier. Ah, da. Aber, falsche Seite, okay. Aber wir klettern trotzdem natürlich nochmal nach ganz oben. Ich hätte vermutet, dass ganz oben vielleicht ja das Schema ist, das wir suchen. Dem war nicht so, deswegen gucken wir jetzt einmal oben. Was sich hier noch so befindet. Und mal wieder lohnt es sich. Okay, hier ist nichts mehr sonst. Da geht's noch hoch. Ah ja. Nekrophagenöl, sehr schön. Sehr schön, hat sich doch auf jeden Fall wieder gelohnt. Wo geht's runter? Dort. Noch einmal runter.
Ja, so. Gut. Dann gucken wir mal, das Wrack vom fliegenden Hirsch. Ja, hier war auch gerade das andere, ne? Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dahin und erkunden auf dem Weg einmal dieses und jenes Gebiet hier, würde ich sagen. Sind wir eh schon praktisch auf dem Weg hin. Plötze. Ah, da hinten. Okay. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh Gott, das war ja... Okay. Okay, diesen One-Hit. Okay. Dann mal weiter. Ah, da war jetzt nur einer, egal. Okay. Hier sind wir also schon. Na. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Nicht nachlassen. Verfickte Zauberei. Ah, falsche Richtung. Alles gut, Plötze. Na, was haben wir denn hier? War es einfach nur ein Lager? Sieht so aus, ne? Okroidenöl, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay. So, Plätze. Wohin als nächstes? Hier unten, ne? Wollten wir hin? So, und danach gehen wir straight hier oben hin. Ja, ja, warte du mal hier. Ich speichere mal vor. Ich speichere auch so immer mal wieder, weil... Irgendwas, sonst passiert irgendwas, dann darf ich den ganzen Kram normal machen. Darauf habe ich keine Lust. Ein versteckter Schatz. Und Moormixer Level 15. Gut, dass ich gespeichert habe. Wenn das alles Moormixer Level 15 sind, könnte das anstrengend werden. Oh ja. Huhuhu. Oh, komm schon. Was ist das? Boah, ging doch trotzdem ganz gut. Okay, da ist auf jeden Fall noch einer unter Wasser. Ah, aber hier ist schon der Schatz. Hol die Ware aus der üblichen Kiste. Wenn du sie rechtzeitig zum ausgemachten Ort bringst, kriegst du die volle vereinbarte Summe. Wenn du dich um höchstens eine Woche verspätest, kriegst du die Hälfte. Wenn du noch später kommst, bist du des Todes. Hugo, PS, keine Zeugen. Wenn dich jemand bemerkt, erst töten, dann Fragen stellen. Okay. Neue Quest, cool. Na. Komm schon.
Dich wollen wir auch nochmal nehmen. Komm. Na, getroffen sogar. Nice. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Na. Warum ich das jetzt nicht nehmen kann. Vielleicht habe ich es auch schon genommen. Keine Ahnung. Aber hier ist die so. Guck mal, hier zeigt er immer noch an, was nehmen. Ach, da unten ist noch was. Ja, sieh mal einer an. Das war's dann jetzt aber, ne? Müsste eigentlich. Okay. Ah, hier sind auch noch. Ah, hier ist auch noch was. Ei, ei, ei. Oh yeah. Hier ist sehr gute Beute. Gut, dass wir hier hingegangen sind. Quest abgeschlossen. Ach, das war jetzt die Quest schon. Aha, okay. Dann hätten wir jetzt wohl alles gefunden. Ja, dann machen wir uns als nächstes hierhin auf den Weg. Aber natürlich nicht übers Wasser. Obwohl, warte mal, ist da ein Boot? Da ist ein Boot. Dann gehen wir doch erstmal zu dem Boot. Ah, ist schon wieder einer respawned. Schön. Hier ist auch eine Höhle. Wollen wir uns die vorher mal anschauen? Machen wir mal, nachdem ich gespeichert habe. Die Höhle echt verlassen ist? Sieht so aus, ne? Cool. Hätte ich ja jetzt nicht mitgerechnet. Aber da höre ich auch was. Unterirdisch, ne? Ja. Ist hier das Steuer? Ja. Ja. Warte mal, sind wir schon auf der richtigen? Ne, da. Ich fahre einmal hier rechts lang, damit wir das vielleicht schon aufdecken und schon mal wissen, was das ist. Ein Schmugglerversteck, okay. Und dann suchen wir erstmal hier nach dem, in dem Wrack. Erstmal gucken, ob wir von hier oben irgendwo reinkommen und irgendwas finden. Na, hier scheint soweit erstmal nichts zu sein. Ah, da höre ich doch schon wieder was. Kian hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Kapitän überzeugt, mich in seiner Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie eleganter hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, stößt einen Gutteil meiner Versuche ab, nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen psionische Zauber.
Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist, mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung? Während ich auf günstigere Witterung wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter. Eine Karte von Estaya und Handwerksschemas elfischer Herkunft. Randnotiz. Hochinteressante Zeichnungen einer einhändigen Armbrust, vermutlich für die Jagd auf Drakonide oder Ornithosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich finde, meine Theorie bestätigt, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen und, man höre und staune, Notizen von Professor Sigismund Gloger. Es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich es mit diesem Cumulonimbi etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss uns evakuieren. Ja, und damit hätten wir doch das hier sogar schon fertig. Kann ich hier tauchen? Ja, kann ich, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Bevor wir weitermachen, holen wir uns aber auf jeden Fall noch die beiden unentdeckten Orte hier. Einmal ein bewachter Schatz und einmal ein Schmugglerversteck. Gut. Oh, was ist das denn? Logbuch des Kapitäns, interessant. Haben Novigrad verlassen. Segeln Richtung Süden nach Bremervort. Alles ist ruhig. Sind in Bremervort angekommen. Hafen ist voll. 4 Hulken, 6 Koggen, eine Karacke und fast ein Dutzend Langschiffe. Seltsam. Auf fast der Hälfte dieser Langschiffe sind Freibeuter, die für das Kaiserreich fahren. Was will das alte Nilfgaard mit einer Piratenflotte? Und warum liegt sie in Bremervort? Beladen abgeschlossen. Alle Passagiere sind an Bord. Wir verlassen Bremervort mit Kurs auf Novigrad. Seltsam. Ein Magier hat eine Unsumme bezahlt, um eine Kabine mit dem Hexer teilen zu können. Mutanten finden sich wohl anziehend. Der Hexer ist ein echter Schatz. Nicht nur wegen der Monster, selbst die Zöllner sind in Kians Gegenwart höflicher. Und sie sind nicht ganz so skrupellos wie sonst. Scheinbar haben die Legenden, die sich um unseren Hexer ranken, ihren Diensteifer gebremst. Schneller Druckabfall. Der Wind hat gedreht. Könnt jetzt diesen Magier brauchen, der dem Hexer wie ein Schatten gefolgt ist. Aber die beiden sind nirgends zu finden. Feiglinge. Der Bootsmann sagt, er hätte heute Morgen einen schrecklichen Lärm in der Kabine des Hexers gehört und helle Blitze wären unter der Tür zu sehen gewesen. Seitdem ist es ruhig. Muss nachsehen. Die Kabine ist leer. Kann das Schiff jetzt nicht durchsuchen. Wir müssen die Segel reffen. Schaffen es nicht bis in den Hafen. Müssen draußen auf See bleiben. Wir werden die Starksegel hissen und hoffen, dass die Götter über uns wachen. Ja. Da ist der Magier an dem allen schuld gewesen. Ich schau mal kurz, ob hier irgendwas ist noch. Nee. Der eine entdeckte Ort, der war da oben, ne? Ach, war das schon der Schatz? Ja, sonst wäre es ja eigentlich ausgegraut gewesen, ne? Gehen wir mal dahin. Aha. Okay. Sieht aus wie ein Basilisk. Falsch. Dazu müssten wir doch eigentlich auch schon einen Eintrag haben, ne? Oder ein Gorgo. Warte, was? Das ist Art. Art, Art. Aber Art scheint gegen alle zu helfen. Deswegen machen wir das mal. Ein Basilisk tatsächlich. Komm runter. Oh, verdammt. Oh, erstmal weg hier. Oh. Oh Mann, ich muss aufpassen. Komm schon, komm wieder zu dir. Oh, verdammt. Oh, das war knapp.
Wenn der nächste Mal auf mich zukommt, versuche ich es mal mit Art. Das sollte ja eigentlich klappen, ne? Oh, verdammt. Aber jetzt sollte ich es haben. Jawohl. Der Basilisk. Okay, das war der Schatz. Gut. Dann gucken wir jetzt einmal nach dem Schmugglerversteck. Bevor wir mit der nächsten Schatzsuche beginnen. Müsste doch hier irgendwo sein, ne? Ja, da ist es. Oh, überladen. Okay. Hoffentlich zieht uns das jetzt nicht runter, aber das scheint. Das scheint alles gewesen zu sein. Ja, ist auch ausgegraut. So. Das heißt, wir können jetzt nicht wirklich schnell unterwegs sein. Deswegen schnappe ich mir das Boot, gehe rüber und dann auf mit Plötze zum nächsten Straßenschild, um dann mal schön ein paar Sachen zu verkaufen. Oh, kommen wir da durch? Nope. Okay, ich dachte, wir kommen da vielleicht durch. Kommen wir jetzt wieder weg? Jetzt sag nicht, wir kommen nicht mehr weg. Hallo. Ach, ist das jetzt nicht dein Ernst? Ah. Doch, ist dein Ernst. Okay, das war blöd von mir. Ich sehe es ein. Ah! Ne, komm, das wird nichts. Schauen wir mal. Vielleicht schmeiß ich ja irgendwas weg. Ist aber ganz schön viel, ne? Ja, toll. Kann ich das irgendwie schieben? Oh, guck mal, schon mitgenommen. Komm. Nee. Schieben kann man es nicht. Ich versuch's noch einmal. Ja, ja. Komm schon, jawohl. Hat doch noch geklappt. Gut, auch wenn das Boot jetzt ziemlich angeschlagen ist, aber ist ja egal. Hauptsache, wir kommen heile rüber. Beziehungsweise schnell rüber. Kommen wir hier denn auch hoch? Ich sehe hier so schlecht. Mhm. Ja, das hier sieht gut aus. Na? So, Plätze. Da ist er. Wo ist denn das nächste Schild? Da unten. Los, lauf! Komm schon, Plätze, ich glaube an dich. Weiter so, Plätze. Das sollte reichen. Okay, Schnellreise. Nach zum Platz der hier, des Hierarchen.
So, schauen wir mal. Gibt es denn hier was Gutes, was wir gebrauchen können? Wow. Das ist gut. Haben wir ein neues Silberschwert. Nochmal ein neues Silberschwert. Nehmen wir das doch. Das ist cool. Das ist cool, cool, cool. Was haben wir hier? Das sind alte Sachen. So. Nein. Nope. Ah, guck mal. Einer an. Nehmen wir die mal. Nee. Nope. Nope. Nein. Nein. Okay. Die Sachen können wir alle verkaufen. Was haben wir hier? Noch ein Silberschwert. Ach du Scheiße. Drei Silberschwerter tragen wir jetzt hier mit uns rum. Aber das ist das Beste. Nochmal. Alter, vier Silberschwerter. Das ist krass, ey. Kritischer Trefferbonus. Das ist auf jeden Fall schon gut, ne? Warte mal. 273. Ich sortiere es mal so, damit ich weiß, was nochmal ein Silberschwert, was ich verkaufen kann. Und eine Stahlwaffe, die aber nicht so gut ist. Okay. Ja, nicht schlecht. So viele Silberschwerter. Geht's einmal rüber zum. Dauert jetzt einen kurzen Moment zum Schmied. Herhören! Alle Passanten! Alle Reiter! Die ehrenwerten Wegelwuts laden zum Rennen! Vollblüte in vollem Tempo! Beim Anwesen der Wegelwuts vor der Stadt! Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite nicht schon wieder Kopfweh. Brauchst du etwas, Meister? Wir können gleich vielleicht auch mal gucken, ob wir Materialien verkaufen können oder so. Ist das hier wegen Triss? Ja, Triss. Ich sollte eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheiß. Ja, ich hoffe, wir sehen die noch wieder und haben noch ein bisschen mehr mit der zu tun. Erstklassige Schwert. Ja. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ich würde sagen, das eine Silberschwert hier behalten wir. Den Rest verkaufen wir. Jetzt habe ich da. Das wollte ich aber verkaufen. Das auch. Das auch. Oh. Nicht genug Geld. Oh, das ist aber schade. Gucken wir mal. So, jetzt hat er doch wieder ein bisschen Geld. Das können wir auch mal reparieren. Jetzt hat er wieder ein bisschen was an Geld. Das geht wieder nicht. Was ist das denn? Stahlwaffe. Boah, der hat gute Waffen, viele Waffen. Kann ich hier was kaufen, was ich gebrauchen kann? Ich fürchte fast nicht. Ja, nicht, ne? Ich repariere die alle mal. Ja, geht mir hauptsächlich darum, hier Platz zu schaffen, ne? Ach, guck mal sehen, ob wir ein paar Sachen zerlegen können hier. Oh, dafür kriegen wir richtig viel Kohle, ne? Oh, hier sowas. Oh, hier sollen wir vielleicht brauchen. Plunder. Das hier.
Ja, wir können auch das hier einfach zerlegen. Ja. Schauen wir mal. Sieht doch schon besser aus jetzt. Und bei dem anderen Kaufmann gehen wir jetzt noch Plunder verkaufen. Wir sind ja genug Kaufmänner. Ich sollte eine Zulage. Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Grün. Zeig mir deine Waren. Das ist alles Futter. Das wiegt aber halt auch alles nicht. Deswegen brauche ich das nicht verkaufen. Sonstiges. Handwerk, Alchemie. Okay. Es wiegt halt alles auch nichts, deswegen nutzen wir das auch nichts, hier was zu verkaufen. Die Sachen auch nicht. Das sind alles nur die hier, die sonstige Sachen, ne? Ja. Bis dann. Schauen wir mal, was der Kaufmann dazu sagt. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ich werde das Geld umtauschen. Ach, das ist die Vivaldi-Bank. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Ah, cool. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Okay. Okay, hat er jetzt automatisch gemacht. Ja, das nervt mich jetzt, ne, weil so viel Platz haben wir halt nicht, aber weil wir halt noch so viel hiervon haben, von dem Plunderzeugs, ne. Das ist halt schon einiges. Oh, guck mal, die ganzen Bücher nehmen die eigentlich, nehmen nicht mal Gewicht ein. Also, die sind das echt nicht, ne. Alles nur der Plunder hier noch. Und die Sachen halt, klar. Boah, die kann ich auch richtig gut verkaufen, ey. Na gut, machen wir erstmal so weiter. Im nächsten Part, was haben wir hier noch? Schatz suchen, so. Das heißt, drei haben wir noch, drei Schatz suchen. Im nächsten Part machen wir dann mit der Greifenschulausrüstung weiter. Bis dann.